Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 5. Ich lade nochmal den 22. Speicher. Wo war ich da? Da war ich schon hier wieder. Dann hier mal geguckt. Gut. So geht das kantoserweise. Wir hatten ja mit der Schlüsselkarte uns hier aufgemacht. Und sind dann hier hoch. Hier. So, das versuche ich jetzt weiter. Den Weg. Weil irgendwie müssen wir doch den Strom abschalten können, bin ich der Meinung. Und bestimmt habe ich wieder irgendwas übersehen. Ja, hier ist ja dieser Raum. Dann kommt ja hier dieser Raum. Können wir hier auch... Oh, warte mal. Ein Lüftungsschacht. Können wir da vielleicht... Ja, wir können da rein. Ach, du wirst ja nicht. Jetzt weiß ich, wo das ist. Gut. Die Frage ist natürlich, führt der Weg uns hier zum Ziel, wo wir hingehen, oder nicht? Weil wenn nicht, dann ist es gerade komplett nutzlos, was ich mache. Kurzer Hänger. Ich speichere mal wieder hier rüber. Okay, hier am Schrank mal rumkrabbeln. Ist hier irgendwas? Du weißt nichts. Ah, okay. Hier können wir aber das Elektrizitätskram ausschalten. Das freut mich schon mal. No. No. Okay, wir können hier den Schlüssel nicht benutzen. Aber ganz große Klasse, dass wir da eben das machen konnten. Das heißt, jetzt sollte es eigentlich nicht mehr so flackern. Aber gut. Wisst ihr was, bevor ich sonst wohin gehe, hole ich mir jetzt hoffentlich einen Stromschlag und hoffentlich noch die anderen Sachen. Ja, gut, kein Strom mehr. So. Hier nichts mehr, ne? Ah doch, hier die Waffe. Okay. Ja, haben wir alles wieder. Ich kann somit also wieder nach unten gehen. Ich gehe erstmal in die falsche Richtung, weil ich sage jetzt immer, dass der Winkel sich ja quasi abändert. So.
genau, hier ist ja auch noch etwas. Da gehe ich aber erst später hin. Das sieht mir nämlich ziemlich stark nach nächster Weg aus. Moment, brennt es jetzt auch dadurch nicht mehr? Achso, nee, das ist hier. Genau, hier ist der brennende Weg. Und der soll mir bloß nicht unter den Nägeln brennen. Gut, grandioserweise kein besonders gelungener Witz, ich weiß. Aber hey, wir können uns jetzt die Rose holen hier. So, eine von zwei. Okay, ich werde grandioserweise nervös. Eine von zwei hat er noch lange nicht, dass wir... Ja, warte mal, wir waren überall hier schon in den Bereichen, wo wir hin konnten. Und habe sonst grandioserweise auch nichts gefunden. Dann kann ja eigentlich nur noch da, wo uns der Strom den Weg blockiert hat, der Weg sein. Genau, ziemlich genau hier nämlich. Von Leben sieht es noch ganz gut aus. Wir benutzen eine Schüssel. Einen Blick in die Schränke. So. Dann können wir grandioserweise gleich weitersuchen. Ne? Kommt schon, irgendwas noch. Stickstoff, Sauerstoff. Okay. Also ist das grandioserweise nicht der richtige Weiterweg. Aber die Herren sind bestimmt so nett und zeigen mir den richtigen Weiterweg. Ich muss sogar ein kleines Medikamentpaket nehmen. Und wir haben einen Schlüssel. Wofür denn jetzt? Ah, Moment, hier oben war ja noch was, ne? Genau, da war ich ja grandioserweise irritiert, warum ich da nicht weiterkomme. Oder war das unten? Ja, unten waren wir überall. Hier meinte ich nicht. Ich glaube, das war links noch. Nein, hier auch nicht. Dann war es doch unten. Excuse me. Oder warte mal. Müssen wir vielleicht doch, noch einmal hier durch die Kette klettern? Was ist denn das? Na also. Dann krabbel ich jetzt doch nochmal durch die Schächte in die Richtung und guck nach. Und wenn da nichts ist, dann, ja, Moment, dann speichere ich lieber hier. Dann kann ich mich schneller umdrehen. Ja gut, hier ist allgemein nichts, weil hier Ende ist. Diesmal zumindest. Aber gut, dass wir trotzdem gespeichert haben. Halt, 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 halt! Ich weiß, wo der Schlüssel zum Einsatz kommen könnte. Deswegen sind die Herren ja gerade angekommen.
zwar hier, wo ich eben nicht rauskam. Genau, sehr schön. Mein Hirn denkt doch noch ein bisschen mit. Okay. Dieses Regal. Da ist soweit nichts drin. Ne? Hier ist auch nichts drin, oder? Ja doch. Die zweite und ich glaube letzte Hose, ne? Ja, dann nur so weiße. Trotzdem, wie kann es dann angehen, dass wir jetzt quasi... Na, wo ist es denn? Hier. 18 haben und wir aber 36 brauchen. Und wir haben noch nicht mal den Schlüssel hierfür. Okay, vielleicht brauchen wir auch gar keinen Schlüssel dafür, weil... Nicht wichtig und so. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, bin ich ganz ehrlich. Speichere nochmal hier ab. So habe ich immer noch 100 etwas Speicherpunkte. Und ja, dann gucke ich mal. Aber wirklich, von 18 und 18 sind 36, das kommt hin. Aber heißt also, ich muss es ein zweites Mal durchspielen. Was ja nicht schlimm wäre. Bloß halt mit der Tatsache, dass ich dann noch das wissen muss. Also. Gut, ich merke schon mal nicht herum. Okay. Nicht. Keine Zeit. Der Rumpf ist leergeschlagen. Wir ertrinken bald. Nimm den Sauerstoff und verschwinde. Sofort. Nicht ohne Sie. Ich bin Admiral Jarofev von der kaiserlich-russischen Marine. Ich habe meinem herrlichen Land viele Jahre gedient. Doch das Land, das ich kannte, verblüht nun. Der russische Bär legt sich ein letztes Mal schlafen. Und genau das möchte ich auch. An Bord des Schiffes, das mir ans Herz gewachsen. Auf gar keinen Fall. Oh doch, auf jeden Fall. Denn das äußere Schleusentor ist nur vom Inneren des Schiffes aus zu öffnen. Betrachte es als mein Geschenk für dich, Kentchen. Ich schenke dir eine Zukunft außerhalb dieses sterbenden Schiffes. Und mein Geschenk für sie? Erzähl allen meine Geschichte. Erzähl ihnen, wie tapfer die Männer der kaiserlich-russischen Marine gegen den Feind von innen gekämpft haben. Und wie sie sich opferten, damit ihr Land einmal wieder voller Stolz dasteht. Ich gebe ihm mein Wort darauf. Ich danke dir. Und jetzt schnell in die Schleuse. Ich lasse dich raus. Dus vidania, Admiral. Thank you.
hatte die Macht in diesem Artefakt. Sie sah, dass es nur einen angemessenen Ort dafür gab, wo kein Mensch diese Macht jemals wieder missbrauchen konnte. Trotzdem konnte sie diese Macht nicht zerstören. Manche Kräfte gehen einfach weit über den Menschenverstand. Ach du meine Güte, Gentleman, ich muss mich entschuldigen. Es scheint, irgendjemand da oben hat einen gewissen Sinn für Humor. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich besorge uns Kerzen. Eine Nacht wie in der Hölle. Und während die Reiter immer weiter um die Welt galoppierten, brodelten die Himmel in ihrem Gefolge. Tja, die Vorzüge einer religiösen Erziehung. Okay. Diese Nacht erinnert mich an die Zeit draußen in Colossi. Bei Winston zu Hause? Ja, genau. Die Leute waren alle heimgegangen wegen einer Überschwemmung. Lara, damals noch ein junges Mädchen, wohnte bei Winston und seiner Frau, bis sich die Lage besserte. Sie war es übrigens, die damals Kontakt zu mir aufnahm. Irgendwelcher Ärger auf einer der Inseln, komische Lichtermanifestationen, sowas in der Art. Sie dachte, ich könnte da helfen. Es war genauso eine höllische Nacht wie diese, als ich dort ankam. Guten Abend, Winston. Wie kann ich Ihnen helfen in dieser gottverlassenen Nacht? Die Leute haben diese Erscheinung draußen auf den Inseln also wirklich gesehen? Man redet kaum noch von was anderem im Dorf. Ich tue bloß mein Möglichstes, um Lara von diesem Geschwätz fernzuhalten. Jawohl, und das ist sehr klug von euch. Sonst würde Ihre Neugier Sie wie ein Magnet an diesen Ort ziehen. Und Sie, haben Sie irgendeine Idee, was das sein könnte? Ehrlich gesagt, nein. Aber da der Teufel sich die Untätigen schnappt, habe ich schon mit Pater Finnegan gesprochen und ein Boot für die Überfahrt geschartert, das uns später heute Abend rüberbringt. Ach du meine Güte, Gentleman, ich muss mich entschuldigen. Ich habe meinen Glauben, der mich beschützt. Passen Sie trotzdem auf. Ich fürchte, auf dieser Insel sind es gerade die unsichtbaren Dinge, die den meisten Schaden anrichten. Zeit, der Sache auf den Grund zu gehen, alter Freund. Okay, da gab es gerade auch einen kurzen Soundbug. Aber gut. Oh, wir sind... keine Ahnung wo. Ich speichere mal. Ganz schlau wäre hier. So. Und ja, ich sehe jetzt schon... was ist denn das hier? Der Galgenbaum. Okay. Hört sich ja nicht so angenehm an. Aber gut. Ein Galgen soll ja auch nicht sonderlich angenehm sein, habe ich mal gehört. Ehrlicherweise muss ich aber auch sagen, jetzt wird spannend. Wo soll ich hier was finden? Na gut, ich mache mal ganz kurz einen Cut. Ich muss mal ganz kurz Wasser wegbringen. Und dann sehen und hören wir uns gleich wieder. Also, ich mache einen kurzen Cut, man kriegt es nicht mit. Von daher bis gleich. Okay Leute, da bin ich wieder. Ich kann nur so viel sagen. Es wird anstrengend. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht so genau, wo ich hin möchte. Ich weiß nur so viel. Es wird... ja, anstrengend. Ich frage mich gerade, wie viele... sag mal schnell. Okay. Wie viele, goldene Rosen wir hier finden werden. Und ob wir überhaupt hier welche finden. Hier. So,
Und irgendwas hat mir die Info gegeben. Ich habe halt gelesen, nochmal ein bisschen mich schlau gelesen. Angeblich soll man weniger Schaden kriegen, wenn man geduckt bleibt. Okay, finde ich gut. Finde ich grandios. So, das ist die 19. Oh, und hier sind wieder... Warte, hier sind wieder drei? Okay. Gut, insgesamt sind wir jetzt aber bei 19 immerhin. Und können uns grandioserweise weiter voran bewegen, dachte ich. Achso, hier geht es gar nicht weiter. Ja gut, immerhin haben wir die Säcke hier nicht ausgelassen. Jetzt ist nur die Frage, wie und wo geht's weiter. Das ist schon mal ganz gut, dass sie hier stehen kann. Okay. War das jetzt so gut oder bin ich jetzt komplett blöd und in irgendeiner Art Falle getappt? Also warte mal, schön, dass hier was liegt, by the way. Habe ich gerade nur noch im Augenwinkel gesehen. Aber ich glaube, oder ich werde das Gefühl nicht los. So. Hier kann ich tatsächlich ganz normal stehen. Okay, kann ich vielleicht da mich ran? Ja, kann ich. Kann ich da auch stehen? Das kann ich auch. Oder auch nicht. Moment. Ist es dann gut, wenn ich da nicht stehen kann? Keine Ahnung. Kann ich auf jeden Fall noch weiter runter. Hier grandioserweise wieder hoch oder wie? Boah, ich quietsch nochmal. Dahin. Nope. Dahin. Grandios. Ich hoffe, der Spaß hat auch seinen Grund. Naja, mehr oder minder, ne? Ich speichere nochmal. Eigentlich kann ich das mit allen machen. Ich habe ja... ein gutes Gefühl, dass ich alles mitgenommen habe vorher. Weil der Geigenbaum soll angeblich der Bereich sein, wo man Schlüssel 18 und 19 Blumen haben soll. Die 19. habe ich ja quasi. Also sobald man 18 hat, hat man eigentlich somit schon alles richtig gemacht, so gesehen. Ja, man muss halt nur gucken, dass man alles richtig macht. Und das habe ich ja meiner Meinung nach gemacht. Also hoffe ich. Gut, wie dem auch sei, ich gucke mal, ob ich es noch schaffe, das Spiel heute durchzuspielen. Ich
Ich bezweifle es allerdings ziemlich stark, möchte ich sagen. Okay, diesmal klettere ich hier oben rum. Genau, weil dann kann ich nämlich hier auch ums Eck klettern, genau. Ich kann dann hier nämlich in diese Lücke rein, genau. Ich speichere lieber nochmal. Okay. Block, oder? Ja. Oder auch nicht. Na doch, es sind zwei Block, aber naja. Warte mal, ich glaube, wir können da gar nicht hinspringen, sondern hinklettern, genau. So wird ein Schuh draus. So, aber ziemlich genau weiter weiß ich auch nicht. Da ist noch Heilung. Die nehme ich doch ganz gerne mit. Und dann geht's krampfweise hier weiter. Ich bin still. Das ist nur ein Gefäß für meine geplagte Seele. Komm näher. Du bist in Sicherheit, solange ich hier hänge, wie ein Stück Schlachtvieh. Wer seid ihr? Wer? Viel wichtiger ist, was ich bin. Für alle Zeiten verdammt zwischen dem Reich der Menschen und dem der Elementare gefangen zu sein. Aber ich muss mich beeilen und meine Bitte loswerden, denn die warten und beobachten mich, um mich wieder in die Finsternis zurückzuzerren. Welche Bitte? Mein Herz, Mädchen. Die haben mein versteinertes Herz zwischen den Wurzeln des wilden Baumes versteckt. Unter den wachsamen Augen des Drachens Nidhogg. Finde es, mein Kind, und bringe es an seinen rechtmäßigen Ruheplatz zurück. Dann ist dir eine Belohnung sicher. Und warum um alles in der Welt sollte ich euch trauen? Nicht in der Welt, Mädchen. Dazwischen. Meine Seele ist fort. Und wie es ihr geht, weiß niemand. Und es kümmert niemanden. Okay. Sehr interessant. Sehr faszinierend. Ich würde sagen, ich speichere nochmal. Und lege auch direkt hier diesen Türmchen, weil irgendwie sagt mir das,
da was finden könnte. Halt! Ist er nicht runter? Und da liegt was. Was ist das denn? Heugabel. Damit wird Lara aber nicht aufgegabelt heute, ne? Oh Gott, das wird. Sorry, schlecht damit. Aber die muss man ja auch mal bringen. Gut. Okay, warte mal. Könnte es. Warte mal, da könnte ich hoch, oder? Glaub nicht, glaub doch. Guck mal. Weil ich hoffe, dass da noch das. Okay, nehme ich auch gerne. Ich habe gehofft, dass da irgendwie das Item ist, was ich noch benötige, um irgendwas Nützliches aus der Heugabel zu machen. Weil ich bezweifle, dass ich mit der Heugabel einfach da herumstochern kann am Holz. Wer oder was bist du denn, bitteschön? Bleib mir bloß fort. Warum klingt denn die Kamera so blöd? Okay. Jetzt kletter mal hier hoch. Dass wir hier nicht weiter können. Warte, macht mir das überhaupt Schaden? Ist jetzt die Frage. Komm mal her. Ja, es macht mir Schaden. Und das auch ordentlich. Halt ihr Witz ja. Können wir hier irgendwo was finden? Ah, okay. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Sehr schön. Hier finde ich auch nichts, oder? Gut, dass ich da nochmal gespeichert habe. Wie gesagt, gut, dass ich da nochmal gespeichert habe.
Okay, hier kann ich nicht raus. Ach du Scheibenleister. Ja, wie ich das hasse, wenn Ratten im Spiel sind. Wortwörtlich. Und dann klettern die hier auch noch hoch. Verfuschelt euch hier. Geht mir auf den Keks. Okay. Hier ist ein Schubfach. Ah, kriegen wir ein Gummiband. Ist auch eins, ne? Ja. Gummischlauch, um genau zu sein. Das damit kombiniert. Okay. Sehr schön. Okay, Leute, aber ich würde sagen, bevor ich komplett über die Zeit hinausschlage, mache ich hier erstmal Feierabend. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao, tschüss.